Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands, Scotty, Borderlands 1, je nachdem. Ja, ich suche hier gerade diesen extra Reiter, weil bei den anderen Borderlands Teilen gibt es ja noch die goldene Kiste in der Hauptstadt. Mit dem Schlüssel. Kann sein, dass es das hier nicht gibt. Wir lassen uns einfach mal überraschen und fangen an. Also ich habe zwar schon zweimal hier so gespielt, aber das hier war am zweiten 19, ach keine Ahnung. 2018 auf jeden Fall. 19.02.2018 um 3:03 Uhr. Oh, hallo. Und dieser hier war am 12.05. Den wollte ich gerade gar nicht laden. Auch 2018. Hoffentlich. Spoilert. Hier steht hier natürlich. Ah, ne. Das letzte Mal gespeichert wurde am 12.05.2017. Habe ich sogar noch später gespielt. Das heißt, man könnte das durchaus als blind bezeichnen. Mit Mordecai und Lilith hatten wir schon gespielt. Tja, willst du eine Geschichte hören? Über Schatzsucher? Ich habe eine solche Geschichte für dich. Pandora, hier sind wir zu Hause. Aber täusch dich nicht. Das ist kein Friede, Freude, Eierkuchenplanet hier. Es heißt, hier geht es wild zu. Gefährlich. Es heißt, nur ein Irrer würde hier etwas Wertvolles suchen. Dann bin ich vielleicht ein Irrer. Aber lass dich von Pandora nicht täuschen. Es gibt da eine Legende. Viele hier erzählen sie. Die Legende von der Kammer. Mein Vater hat auch immer von der Kammer geredet. Sogar noch am Sterbebett. Innovative Alien-Technologie. Unermessliche Reichtümer. Ruhm, Macht, Frauen. Da versteht man schon, dass so mancher junge Kerl, der diese Storys hört, vom Kammerfieber gepackt wird. Tja, ich kenne eine Geschichte, die klingt unglaublich. Aber sie ist wahr. Die legendäre Kammer existiert wirklich. Und zwar hier, auf Pandora. Und ein, sagen wir, ein Schutzengel ist gekommen, um die Suchenden zur Kammer zu führen. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora. Mit den tapferen Abenteuern, dem Schutzengel. Und vor allem mit mir. Es ist ein herrlicher Tag voller Möglichkeiten. You know I gotta ask.
Nächste Station, Firestone Depot. Wird Zeit, dein Zeug einzusammeln. Wer steigt aus dem Bus? Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Du siehst aus wie ein toxikanischer Wrestler, der als Domina arbeitet. Und du, Soldat, sind das Rüstungsteile von den Crimson Lands, die du da anhast? Und was ist mit Ihnen, junge Dame? Was haben Sie drauf? Vielleicht können Sie uns einen schönen Kuchen backen. Und du, Fleischklops da hinten, über dich mache ich mich nicht lustig. Dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Jedenfalls, ich gebe euch allen einen Rat. Hier ist die Luft rau und wenn ihr euch mit jemandem anlegen wollt, müsst ihr gerüstet sein. Klar, man kann sich bei Banditen oder sonst wo eindecken. Aber auf Equipment aus meinen Läden gibt's Garantie. Bloß wenn du stirbst, gibt's kein Geld zurück, weil du dann tot bist. War nur ein Witz. Wozu immer ernst sein? Und falls du nach der Kammer suchst, hast du einen harten Job vor dir. Also nicht knausern. Kauf dir, was du brauchst. Den eigentlich... Hör auf, Markus, ich bin Kaufmann in der 7. Generation und ich bin der Beste. Willst du wissen, wieso? Weil ich hier... Ich nehme ihn. Bleib ganz ruhig. Hab keine Angst und lass dir nicht anmerken, dass jemand mit dir spricht. Steig aus. Du hast keinen Grund, mir zu vertrauen, aber du musst mir glauben. Ich bin hier, um dich zu führen. Ich will dir helfen, die Kammer zu finden. Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Mach einfach alles, was er sagt. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Ich melde mich wieder. Tja, hier wären wir. Brauchst dich nicht groß zu verabschieden. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt raus. Naja, ich hätte ja gerne Bloodwing oder Lilith, also diese beiden genommen. Aber da ich die schon mal angefangen hatte, wollte ich jetzt mal anders nehmen. Was denn? Wer bist denn du? Willkommen in Firestone! Ich bin CLP4PTP. Du kannst mich aber wie alle hier Claptrap nennen. Bevor es weitergeht, nimm bitte dieses Echo-Kommunikationsgerät und Heads-Up-Display in Empfang. Ein Geschenk der Doll Corporation. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Sei mir nicht böse, ich hätte aber gerne irgendeine Waffe. Oh, aber ja. Hervorragend! Ich registriere, dass dein Echo-Gerät voll funktionstüchtig ist. Hier entlang, bitte! Sehr gerne. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Dupidupidupidu. Das ist... Darf ich vorstellen? Ja. Dies ist die New Jump Station. Mit diesem Gerät wird dein DNS-Profil automatisch identifiziert und gespeichert. Bitte aktiviere jetzt die New Jump Station. Aktiviert. Naja, keine Ahnung. Das ist echt nett ausgedrückt. Moment, ist das? Oh,
Ja. Ach da. Bringt mir ja nicht viel. Sind sie weg? Diese Banditen haben was gegen uns, Claptraps. Wir sind nicht darauf programmiert, für ihre Zielungen herzuhalten. Und öffne dich! Ja. Ja. So. Das war's dann auch schon wieder. Claptrap, keine Angst. Ist hier noch irgendwo wer? Aber auch, dass das ein Ding war und dass ich gut bin. Du solltest diesen Behälter öffnen. Er enthält möglicherweise etwas, das gegen diese Banditen. Okay. Wow, das sieht aus, als hätte es einen ordentlichen Wumms. Okay, machen wir das Gate auf. Geht. Das glaube ich besser. Diese Steuerung scheint beschädigt zu sein, aber keine Angst, ich schaffe das schon. Das funktioniert nicht. Du. Schnell, hier entlang. Aber keine Angst, ich schaffe das schon. Ah, das funktioniert nicht. Trap, trap. Was? Das ist jetzt kritisch. 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 Niemals hierher kommen dürfen. Und jetzt verstanden. Perfekt. Was? Alter. Du.
Jungs sind hier! Oh, Alter. Nein, nur noch 6 HP. Alter. Ausgezeichnet. Ich wusste, du bist der Richtige, mein Freund. Los jetzt. Ich melde mich bald wieder bei dir. Ja, mein Freund. Meine Freundin oder was auch immer. Wo bist du, Clappy? Ich bin hier drüben. Ja, okay. Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Der neue Besucher hat das Problem gelöst. Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Ich schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. Okay. Ich musste übrigens auch alles verrammeln. Hallo Dr. Z. Aber bevor wir mit ihnen reden, würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.